Hallo, wir sind Steffi und André von Children. Und ihr schaut What I Love. Die wichtigste Platte für mich ist Dark Side of the Moon von Pink Floyd, weil das war auch eine der, also es war mit die erste Kassette, die ich hatte. Und das habe ich irgendwie mit 10 gehört und wusste überhaupt nicht, was da los ist, wo die ganzen Sounds herkommen. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich das irgendwie auch verstehen wollte, auch einfach nur, was da für Geräusche drauf sind. Das hat mich, glaube ich, sehr dazu bewegt, auch selber Musik zu machen, auf jeden Fall. Wie bedeutet Radiohead ziemlich viel, einfach aufgrund ihrer Wandlungsfähigkeit und der Entwicklung, die irgendwie vorgemacht haben, die finde ich sehr beeindruckend. Von einer irgendwie hitlastigen Britpop-Band zu komplett elektronischen Gefricke sich zu entwickeln in so einer Karriere, das finde ich irgendwie total beeindruckend einfach. Meine erste Platte war, die ich mir gekauft habe, nicht selber gekauft, aber selber gewünscht, zumindest von meinen Eltern in der Grundschule, war Grandiosen Tic-Tac-Toe. Man möge sich noch an sie erinnern. Und damals fand ich das irgendwie so total cool, dass sie so frech waren. Aber ich glaube, das, was auf jeden Fall hängen geblieben ist für mich heute, dass ich immer noch sehr gerne oder sehr fasziniert bin von weiblichen Sängerinnen und Künstlerinnen. Also ich mag auf jeden Fall viel mehr Bands, die weibliche Frontsängerinnen haben. Oder das ist so geblieben. Ja, ich mag Bands, die männliche Sänger haben. Und ich hatte 4 Kassetten, als ich 10 war. Eins war so Beatles-Mix, das zweite war Rolling Stones-Mix, das dritte war Dark Side of the Moon von Pink Floyd und das vierte war Nirvana Unplugged in New York. Das waren meine ersten 4 Kassetten, die ich sehr oft gehört habe alle. Die nächste Platte, die ich mir kaufen werde, ist das neue Album von Pink Floyd mit so Ambient-Geschichten und die neue Platte von Alt-Jay und das Debütalbum von Nerd. Die werde ich mir kaufen alle. Nerd finde ich auch gut, Alt-Jay auch. Ich wollte mir noch die Stillen-Album holen. Das ist jetzt nicht mal ganz so neu, aber das wollte ich mir noch gerne holen. Call Me Maybe und ich weiß gar nicht, von wem das ist. Carl Jepsen oder sowas. Carl Jepsen, oder? Ja. Das ist extreme Popmusik. Ja, also für mich ist es tatsächlich Atemlos von Helene Fischer. Noch nie ganz durchgehört, aber der Refrain, den hat man schon öfter mal irgendwann wahrgenommen. Und es ist auf jeden Fall interessant. Nerd, hört nerd.de, eine sehr gute Band aus Berlin, die im Oktober ihr Debütalbum veröffentlicht und die wir ganz doll gerne mögen. Karma Police von Reddit, finde ich auch gut, dann finde ich noch gut Sabotage von den Beastie Boys, das mag ich richtig gerne. Los, Wish You Were Here von Pink Floyd. Je mehr man nämlich über das Lied weiß, desto trauriger wird das. Das ist echt krass und schöner. Also das kann man, erstmal wird das mit jedem Hören besser und dann je mehr man dann auch noch darüber erfährt, desto mehr beeindruckt einen das auf jeden Fall.